Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von uns. Die letzten beiden Videos sind bei euch recht gut angekommen. Ich denke mal, das liegt zum einen an der Qualität und der Art und Weise, wie gefilmt wurde. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es bei euch ganz gut ankommt und ich begrüße alle neuen Abonnenten und alle die, die unsere Videos fleißig liken. Ich danke euch auf jeden Fall für jeden Daumen nach oben, den ihr uns gebt und für euer Feedback. In der Zukunft hoffe ich, dass die Qualität weiterhin so weit oben bleibt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich noch Unmengen an altem Videomaterial auf meinen Festplatten rumliegen habe, was noch nicht veröffentlicht ist, noch nicht mal bearbeitet ist, geschweige denn, was ich teilweise noch nicht mal gesichtet habe. Also seid mir da nicht böse, wenn in der Zukunft immer mal noch ein älteres Video kommen wird, was noch mit meiner GoPro 3 aufgenommen ist und einem schlechten Videolicht oder vielleicht auch noch ein verwackeltes Handyvideo mit drin hat. Nun wollen wir uns hier diesem Video widmen. Es läuft ja jetzt schon eine Minute und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal eine sehr interessante Location an, wo ich leider nicht allzu viel herausfinden konnte. Also, bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und heute zeigen wir euch eine ehemalige Hafenmühle. Hafen hin oder her, am Ende bleibt es eine Mühle. Und was hat man in der Mühle gemacht? Genau, man hat Getreide gemahlen und so hat man hier ab 1908, und das ist auch das Gründungsjahr der Firma, hier Qualitätsmehle und auch Auszugsmehle gemahlen. Vor allem Weizen- und Roggenmehl wurde hier produziert. Die Produktion hielt so etwa 22 Jahre an, bis man dann 1930 aufgekauft wurde, und zwar von den städtischen Mühlenwerken, die auf jeden Fall nochmal deutlich größer waren, vor allem von der Produktionsmenge her. Man hat dann auch hier das Produktportfolio ein bisschen umgestellt und hat dann hier ab 1931 Hartgries hergestellt. Als eine der ersten Firmen der Stadt wurde nach dem Krieg das komplette Mühlenwerke-Ensemble, was übrigens auch sehr strategisch gut gelegen war an einem großen Fluss, in einen VEB umgewandelt. Man hat dann hier auch weiter produziert bis zur Stilllegung 1990. Was genau dann zu VEB-Zeiten hier produziert wurde, darüber konnte ich leider keine Informationen finden. Ich denke mal, man hat hier nicht viel umgestellt. Viel investieren wollte man ja sowieso nicht und von daher hat man meist so never change a winning team, ne? Man hat einfach alles so gelassen, wie es ist und hat dann weiter produziert. Höchstens hat man ein, zwei Sachen weggenommen, aber mehr Informationen sind da leider nicht bekannt. Wenn ihr da Informationen habt, dann gerne mit unten in die Kommentare. Nach den 2 Jahren Stilllegung 1992 erfolgte dann zum Glück das Reprivatisierungsverfahren und man hat auch im selben Jahr schlichtweg einfach auch wieder angefangen zu produzieren, was sehr gut ist, denn die Firma gibt es ja auch bis heute. Allerdings blieb das kleine Objekt, was wir uns hier anschauen, auf der Strecke. Die Produktion ging zwar weiter, allerdings nicht in diesem Bereich. Die eigentlichen Mühlenwerke sind auf der anderen Seite der Straße. Das Gebäude wurde ja mehr oder weniger bloß hinzugekauft und hier hat man halt leider eben die Produktion nicht wieder aufgenommen. Für den Rest der Mühlenwerke ging es schlagartig nach oben, so hatte man schon 2 Jahre später, 1994, eine Vermahlungsmenge von etwa 85.000 Tonnen im Jahr, 10 Jahre später schon 850 Tonnen pro Tag und 2013 schon 235.000 Tonnen im Jahr Vermahlungsmenge. Und damit zählen diese Mühlenwerke hier zu den größten Mühlenwerken in ganz Deutschland. Wie üblich bei Mühlenwerken, man hat ja ein Gebäude, wo tatsächlich gemahlen wird. Und dann hat man ein Gebäude, wo man gelagert hat. Und dieses Lagerhaus ist meist so gestaltet, dass wenig Feuchtigkeit drin ist. Das bedeutet, man hat also
Dielenböden, Holzböden dort reingebaut, damit halt eben so wenig wie möglich Flüssigkeit oder Luftfeuchtigkeit in dem Gebäude selbst entsteht. Leider brannte eben genau dieses Lagerhaus 2010 komplett aus. Das ist also nur noch mehr oder weniger ein Skelett, wenn man so will, und Mauern, die über mehrere Etagen mit verbogenen, schmiedeeisernen und immer noch vernieteten Eisenverbindungen da irgendwie zusammenhalten. Und es sieht ganz schlimm aus, es war auch nichts betretbar, außer wie gesagt das Erdgeschoss. Und drunter gab es auch noch den Keller, aber den haben wir uns erspart. Das Löschwasser hatte ja hier auch entsprechend für weitere Schäden noch gesorgt, was ja ganz normal ist, denn wir haben jetzt mittlerweile schon wieder 2020 und seit 10 Jahren hat sich da an dem Gebäude leider nichts getan. Immerhin gibt es einen Lichtblick, denn man hat 2019 angefangen, die ehemalige Fabrikantenvilla dieser Mühlenwerke zu sanieren. Und als wir dort waren, waren mehr oder weniger die Bauarbeiten im Groben schon abgeschlossen. Jetzt ging es in den Innenbereichen weiter. Hier entstehen, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Wohnungen. Vor 1-2 Jahren hatte auch jemand, ein Investor, die Mühlenwerke komplett gekauft. Allerdings hatte man da wahrscheinlich gar nicht vor, irgendwas zu investieren, denn nach wie vor steht da ein Schild vor dem Objekt, wo man damit wirbt, dass man das ja kaufen kann. Also ich glaube, man hatte nie wirklich vor, das Objekt zu sanieren, sondern man hat es bloß gekauft, um einfach die Immobilienpreise abzuwarten, um es dann wieder zu verkaufen. Ein weiterer Schlag ins Gesicht für den Investor war wahrscheinlich die Tatsache, dass man hier wieder nicht richtig recherchiert hat, denn man wollte ursprünglich hier Loftwohnungen einbauen. Aber laut Recht ist es wohl nicht möglich. Also man darf wohl laut deutschem Gesetz in dieses Objekt nur eine Firma platzieren oder Gewerbe. Weswegen man wahrscheinlich das Objekt wieder loshaben will. Und dadurch, dass sich das rumgesprochen hat, wird wahrscheinlich jetzt kaum jemand das Objekt wieder kaufen. Das soll es dann auch jetzt von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich natürlich wie immer zum Schluss noch mit 1-2 Bildern und hoffe, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich denke mal, das nächste Video wird wieder ein bisschen älteres Video werden. Ich will ja nicht das ganze Pulver wieder verschießen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns bald. Bis dahin, macht's gut und ciao.